Produkt, das heute hier ausgezeichnet wurde? Ja, wir haben einen Medikationsplan gebaut, wo wir gesagt haben, okay, der soll voll elektronisch den heute Papierprozess ablösen. Also auch ganzen Rezepte und alles, was mit Papier passiert, soll letztlich weg sein. Und eines der großen Designkriterien war eigentlich zu sagen, auch der Arzt soll sein Medikament und sein Rezept in diese App eintragen. Und also nicht in die App, sondern Dialog, so dass er eigentlich nichts installieren muss. Also sprich einfach, er bekommt einen Link, kann draufklicken, kann das Ding öffnen, trägt es einfach ein und das Ganze auf eine sichere Basis zu stellen und die Daten dann an diese App zu bringen und dem, den Kunden eigentlich in den Mittelpunkt zu stellen, also den Patient, und ihm die Macht zu geben, über seine Medikamente zu entscheiden und das Ganze auch mit den Versicherungen so zu verknüpfen, dass es keine Rezepte mehr per Papier eingereicht werden, sondern dass es eigentlich alles nur noch per Mausklick oder per Klick auf diese App funktioniert. Und dann die Kombination dann natürlich für gerade für die Generation 50 plus, für die älteren Menschen, die dann einfach zu Alexa hingehen und sagen, Alexa, frage unsere Pillenfee, was muss ich denn jetzt für ein Medikament nehmen? Und die sagt es dann und man kann es dann sehr einfach abhaken und sagen, also mit einem Ja oder mit einem Nein, habe ich genommen, habe ich nicht genommen. So ist die Idee eigentlich. Können Sie noch ein bisschen erläutern, wo da die Versicherung ins Spiel kommt? Genau. Also wir sehen die Versicherung an mehreren Stellen hier im Spiel und dass es wichtig ist, für die Versicherung gerade in sowas zu investieren. Weil wir glauben mal, dass die Versicherung in Zukunft nicht mehr nur der Leistungszahler ist, sondern mehr ein Gesundheitsmanager, der den Menschen hilft, möglichst schnell wieder gesund zu werden und einfach dieses Image auch dadurch zu verbessern, dass man dem Kunden dann wirklich die guten Dinge anbietet und ihm hilft, Doppelmedikationen und so weiter zu vermindern und zu reduzieren. Es ist ja auch im Interesse des Patienten, möglichst Nebenwirkungen oder Querwirkungen von Medikamenten nicht einzunehmen, und das würde unsere App in der Ausbaustufe vielleicht dann auch machen, zu sagen, okay, nimm nicht das eine und das andere, das könnte dazu führen, dass. Noch vielleicht zu der Veranstaltung hier, wie haben Sie die 2 Tage empfunden? Also es ist mein erster Hackathon. Ich bin fasziniert von meinem Team, von den Jungs, die das so implementiert haben, in so einer kurzen Zeit, eigentlich vier Applications. Wir haben eine App gebaut, wir haben Alexa angebunden, wir haben einen Webservice hinten dran gehängt, und das Ganze noch ans Laufen zu bekommen, ist eine tolle Sache. Also wirklich, das ist ein großes Lob an die Jungs, das sind wirklich echt begnadete Programmierer. Wie geht es weiter? Ja, erstmal mit dem Geld. Jetzt sage ich erstmal meinem Chef von der Metafinanz, wir haben gewonnen. Und dann suche ich jemanden, der auf die Sonderpreise, mit den Sonderpreisen diese Idee auch weitertreibt. Ich weiß nicht, ob ich das selber bin, ist sehr kurzfristig jetzt dann auch. Aber wir würden es gern weitertreiben und vielleicht, also Kontakte werden wir vielleicht kriegen über dieses Event hier. Ich wünsche viel Erfolg, danke fürs Gespräch, Herr Bühler. Dankeschön.